Hallo miteinander und willkommen zurück zu Anno 1800 mit Freelancer. Weiter geht's. Wir werden mal diese Seelengeschichte hier abgeben. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Spielstand gespeichert. Ja, soweit so gut, würde ich sagen. Oder ist schon das nächste? Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Okay. Sträflingsschiff. Hier hinten. Im Prinzip wird hier wahrscheinlich allen so alles vorgestellt, so die grundsätzlichen ganzen Spielmechaniken. Aber ich hoffe mal tatsächlich, dass wir trotzdem noch eine, naja, normal spielen können. Etwas freier. Okay. Ja, wir verlieren Blätter. Gut, natürlich, wir verbrauchen die ganze Zeit Blätter. Das dürfte da einiges erklären. Was könnten wir denn noch machen? Wir könnten wie ja... Wie die Made im Speck. Wie die Made im Speck. Wunderbar. Wir könnten versuchen, mal hier Schweinchen aufzubauen. Schweinchen farmen. Und zwar vielleicht hier in der Gegend. Die, ja genau, zwischen diesen beiden Lagerhäusern wäre es, glaube ich, gar nicht schlecht. Jetzt lasse ich nicht lügen. 5 Stück waren das. Ah, das kann man definitiv hier machen. Jo. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt kann man jetzt ganz viel rüberbewegen. Ausgebrochen. Das ist halt ja auch 1 zu 1, richtig. Ah, Feuer ist ausgebrochen. Upsi. Ja. Hey, ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Feuerwehr. Schneller! Na, wow. Tatsächlich am der Marktplatz hier. Ja, Profi-Tipp. Sobald die Feuerwehr verfügbar ist, baut sie auch. Vergesst es nicht so wie ich. Seid besser. Seid besser. Dann machen wir das doch hier genauso, oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. So, und hier müssen wir euch wahrscheinlich so rumdrehen. Oh nein. Mein Plan geht nicht auf. Naja, geht schon auf. Kann auf die andere Seite auch bauen. Und da können wir dann zukünftig noch mehr Schweinefarmen hinbauen. So, und dann hier die Wurstmacher. Hier hinten. Kann man dann hier eine zweite Farm hier bauen und dann hier dahinter noch die ganzen Schweinchen-Dinger. So, sind wir soweit. Gut. Da ist der erste. Beeilt euch! Uns fehlen definitiv weitere Arbeiter. So, na gut, wir könnten natürlich euch auch mal bauen hier. Sobald das hier dann sobald der Brand gelöscht ist, sollte alles passen. Nun, 23 kann man mal mobilisieren, oder? Oh, wir sind. Habt ihr ziemlich Bevölkerungszufriedenheit? Wieso das denn? Naja, gut, weil der Marktplatz brennt. Ja. Gut, weil das Wirtshaus brennt. Gerade die wichtigsten Gebäude. Bei denen ist es mir relativ egal. Und bei denen hier nicht so ganz. Ja, sehr schön. Gut, dass die Leute noch weiter feiern, obwohl es brennt. Das ist nicht heiße Party. Na komm. Also, was ist das hier auf der Stelle joggen? Ja. Eigentlich auch eine Beachparty, weil ehrlich ist mit dem ganzen Wasser rumgespritze. So, einmal bitte hier alles fertig machen, damit wir hier den zweiten mobilisieren können. So. Das ist auch recht hilfreich. Also das könnt ihr eben machen, wenn die Bevölkerung zufrieden ist. Die setzt sich eigentlich, wird sich jetzt hoffentlich um die Jungs hier kümmern. Ja, ja, bald gibt's genug Arbeitskraft. Achso, wir sollten natürlich nicht vergessen, dass wir das Zeug noch einsammeln müssen. Hi. Und hier. Hi. Gerettet. Und nun, bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden.
Der Mann ist ein Betrüger. Hä? Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Ah ja. Was soll er jetzt tun? Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Ah, Nachschlagen erwünscht. Entweder bringen sie etwas politische Gefangene zu Eli Bleakworth. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. Ja. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Ey, der Typ hat doch, ey, also ganz ehrlich, der hat doch Leichen im Keller, das ist doch wohl klar. Schnüffler, sehr verehrter Direktor Bleakworth, mehr zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel. Berechnung und Strafen wie folgt. Ernest Sterling, gebraucht unflätiger Sprache, 16 Jahre Zwangsarbeit. Veritas Herzgut, Identitätsverschleierung, Verbannung zu den Antipoden. Elias Noble, Verfassen von Drohbriefen, lebenslange Haft. Honora Honnett, Rufmord, lebenslange Haft. Der Richter schloss sich meiner Ansicht an, jedweder Mangel an Beweisen für die gemeinsame Verschwörung mit einem Verräter sei an sich bereits ein Beweis, dass sie etwas zu verstecken hätten. Die Aktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, alles in allem hätte sein Urteil sehr viel schlechter ausfallen können, wenngleich ich nicht verpflichtet bin, diese Details zu erläutern, war ich der Ansicht, dass die Fakten in diesem Fall für Sie als einen Kollegen der rechtsprechenden Zunft von Interesse sein könnten. Hochachtungsvoll, Edward Goodwill. Ja. Keine Hinweise darauf, dass sie Verschwörer sind, deswegen, klar, müssen sie ja Verschwörer sein. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Absolut. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Ja. Das weiß er. So, genug Arbeiter. Okay, könnte vielleicht sein, dass wir jetzt... Die Flammen wurden gelöscht. Großartig. Gute Arbeit, Leute. Na, wobei tatsächlich, die Fische bleiben gerade stabil. Wir sollten vielleicht da auf Nummer sicher gehen. Und hier mal einen weiteren Fischereihafen errichten. So, bei euch passt's. Würstchen gibt's jetzt. Geld ist reichlich vorhanden. Ich habe ja glatt ein Sternchen gesehen, hier vorne. Meine Frau meinte, ich könnte sie ja mal fragen. Oh. Rätselaufgabe. Die Sitzung für nicht nur Gewerkschaftssitzungen kommen und saufen. Komm, dass ich mal weggehe. Meine Genossen müssen meinen Vorschlag hören. Leihen Sie mir bitte Autorität, um sie zu versammeln. Bitte. Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, Sie verstehen mich. Ja. Ich muss mal hier noch Straßen bauen. Das sollte helfen. Ansonsten, ja, leicht angefackelt hier die ganze Geschichte. Aber die... Naja, die können ja renovieren. Ist ja kein Problem. So, wir sollen was genau machen? Finden und holen Sie die Kameraden der Arbeiter. Hier. Werden wir etwa übersehen? Heute war ich sogar schon vor den Vögeln wach. Ihr seid keine Arbeiter, oder? Oder doch? Haben Sie noch nie Hilfe gebraucht, Boss? Ach, das ist er quasi, die Kameraden der Arbeiter. Haben wir höchstwahrscheinlich jede Menge Spaß in einem ihrer Wirtshäuser, alles klar. Ah, ja, hier. Hey, Sie haben Wort gehalten. Und wir haben einen Koch. Koch? Nee, ist ein Bäcker. Okay, auch nicht schlecht. Was macht der genau, der Bäcker? Beeinflussbäckerei ersetzte Ausgangsmaterialien. Statt mir verarbeitet das Gebäude Getreide. Och, das ist ja interessant. Dass wir uns die Mühle sparen können. Ja, solche Items hatte ich ja noch gar nicht. Sehr gut. Das finde ich super klasse. Das erinnert mich jetzt spontan an die Satisfactory Blueprints, wo man per Festplatte holen kann, dass man aus Sachen andere Dinge herstellen kann. Also mit anderen Rezepten. Voll gut. So, also wir haben ja das Ding jetzt geöffnet. Jetzt können wir das mal überbringen. Hier hin. So. Das sollte jetzt auch alles hier wunderbar passen.
noch auch keine Aufgaben. Gespeichert. Gut. Folgen die vielleicht auch mal das Schiff. Ist auch mal nicht schlecht. Hier drüben zu dem netten Kontor. Ja, das kann man auch mal machen. Das ist die Insel des Bösen. Sehr schön. Na, gucken wir mal. Was haben Sie da im Schlepptau? Gar nichts. Nur Beweise. Tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Gut. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? Jedes Recht. Es ist die Krone. Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Okay. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. So, jetzt können wir eine Werft bauen. Das hier. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Die Masten schwanken. Hier bauen wir sie hin. Was fehlt uns da? 25 Ziegel. Ja, vielleicht sollten wir auch mal wieder... Ach! Stimmt ja, ich sollte vielleicht die Sachen auch wieder einsammeln. So, hier Holz und nochmal Ziegel. Ich glaube, das war jetzt alles, aber wir können es auf jeden Fall bauen. Großartig, zack. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Okay, dies ist die erste Zeitung. Ah, Foto machen sollen wir. Zack. Foto abschicken. Eine vorzügliche Fotografie. Das wird die Titelseite. Ich bin Profi, weißt du? Der Beginn einer, ich wage es zu hoffen, fruchtbaren Partnerschaft. Phönix aus der Asche. Ein Gotteserben gründen eigene Reederei. Nach dem Vorbild des Vaters, von dem es hieß, er sei ein Mann mit Prinzipien gewesen. Schließlich gibt es keinen stichhaltigen Beweis dafür, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Ja? Sie haben gerade did nothing wrong. Kapitel 2. Ein Zeichen des Feuers. Okay. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Okay. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Ja, richtig ehrenvoll hier. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Genau. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Ja, hier hinten. Da müssen wir das mal hier durchsprengen, wa? Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Ah, okay. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Mal einen Weg dahin. So, jetzt brauchen wir natürlich noch mehr Ziegel. Ja, das alte Problem, was wir ja auch vor kurzem in der Kampagne hatten. Das hier können wir noch abbauen. Schauen wir noch kurz, ob wir irgendwo noch was hier cachen können. Hier, da. Da. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ja, hyperattraktiv. Genug Arbeitskraft haben wir auch für alles. Soweit so gut. Wir könnten natürlich auch versuchen, jetzt ein bisschen Schweine, Seifenmist zu produzieren. Aber ich denke, wir gehen erstmal in der Kampagne in die Richtung. Oder haben sie es tatsächlich für den Start? Es gab ja eigentlich einen sehr großen Day-One-Patch. Das ist jetzt natürlich den Leuten, die digital untergeladen haben, nicht aufgefallen. Aber
Spielstand gespeichert. So, grundsätzlich. Den Schoner könnten wir schon bauen. Naja, wir machen erstmal das. Wobei, ja. Das dauert ja auch Zeit. Also bauen wir erstmal den Schoner fertig. 22. Ja. Holz, Holz. Oh nein, das ist alles nur Holz. So. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis. Und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Ja, das passt schon, würde ich sagen. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Mr. Ticker? Okay. Sprengmeister. Irgendwo hier hinten. Wie sieht denn dein Sprengmeister aus? Du hier? Bleib fort! Das hier geht dich nichts an. Ja, ist okay. Ich suche hier nur was. Mr. Ticker. Mitgeschäft des Sprengmeisters befindet sich im kahlen Gebiet unweit von Edwards Bretterproduktion. Das ist so rot wie das Dynamit selbst. Okay. Ah ja. Das hier dürfte es sein, oder? Dynamite Shop. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wrongways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Ah ja, es kommt der Gefängniswärter ins Spiel. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist er noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates, Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Also gut, wir müssen das auf Teil kaufen. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Okay, den Sprengmeister suchen. Suchst du Streit? Bist du der Sprengmeister? Ich behaupte ja nicht, dass Ihr Vater kein Verräter war, aber... Nicht raus. Ich würde alles tun, um dieser Tretmühle zu entkommen. Aber nein, ich bin nicht der, den Sie suchen. Du hier? Flucht? Wohin denn? Zu Edwards Karikatur von Bright Sands? Da hat er irgendwie ein spezielles Aussehen. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Ich musste mal Mr. Bleakworths schorfigen Rücken schrubben. Sehr nett. Sprengmeister, ich könnte ein komplettes Frühstück vernichten. Samuel Goods Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Alles Blüter, die sehen alle gleich aus hier. Schiff vom Stapel gelaufen. So, wir sollen die Kaution bezahlen am Leuchtturm. Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. Was gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen? Zerstörungsaufgabe? Er ist bereit zum Transport. Ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Spielstand gespeichert. Befehligen Sie das Schiff, das zu Ihnen zu Ihrer Insel. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Ah, okay, alles klar. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ja, klar. Wo ist eigentlich unser Flaggschiff? Hier. Sind wir da nicht gerade eigentlich hingefahren? Naja, eskortieren wir den quasi. Der müsste ja hier irgendwo in der Gegend sein. So, ein bisschen schneller. Da. Miau. Wir werden schon mal nicht angegriffen. Gut so. Da können wir gleich die andere Aufgabe noch machen. Da ist er ja. So. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Muss man dieses Kanonenboot hier zerstören? Es bewegt sich. Na, das kann ja was werden. So, Mr. Flaggschiff. Wir warten jetzt einfach mal dezent und, bewegt sich hier nach Süden. Das fährt also quasi von uns weg. Hoffentlich gehen wir das hin in der Zeitgeschichte hier. 25 Minuten. Ja, doch, also. So lange sind wir dann doch nicht. Sie sind doch auch nur so ein dahergelaufener Wanderzirkus. Heute hier, morgen da. Okay. Karl ist ein widerlicher Mann. Ich fürchte, du musst dich um ihn kümmern. Karl Malchin. Naja, gut. ja. Yeah. Oder ist das... Ich glaube, wir können uns doch keine neue Insel mehr aussuchen. Wir stecken auf dieser Insel fest da oben. So, jetzt wird gekämpft. So. Schiff unter Beschuss. Und den Spaß hier. Ah. Na gut, ganz so anhalten wollte ich das Spiel dann doch nicht. Okay, und jetzt zurück zu ihm bringen, nehme ich mal an. Das war's jetzt zu seinem Schiff. Ja, und unser erster Schoner ist fertig. Yay. Eines kleines Minischiffchen. Ja gut. Das können wir ja alles jetzt erstmal nicht machen. Okay, jetzt steht er ja hier. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ja, so Ihr ist das. Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben, aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Naja. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle, was macht es für einen Unterschied? Okay. Waren Ihre Nachforschungen? Ja, das waren sie. Jetzt haben wir das Büchlein. In der Handelskammer und das kostet -10% und Brandgefahr +20%. Mit Bright Sands können Sie niemals gleichziehen. Egal, wie sich abrackern. Ja, hat keiner ein gehört. Gesetzeshüter. Ist nichts passiert. Okay, gut, dann mal ab in die Richtung hier. Die erste Phase abschließen, das können wir gleich machen. Ja, das kann man durch den Handelskammer haben wir noch nicht gebaut und ja, die Brandgefahr +20%. Weiß nicht, ob ich die so geil finden soll. Ganz grundsätzlich würde ich mal fast sagen, wir bauen hier unten auch nochmal eine Feuerwehr, weil hier die Schnapsgebäude, das haben wir ja schon mehrmals erlebt, dass die ganz gerne in die Luft fliegen. Krieg ich dich denn? Ich krieg dich hier hin. Ja, genau, ich muss nur diesen Schnuckel hier wegnehmen. So. Perfekt. Auch noch was Schönes sind und hier kommen dann die Ornamente rein. So. So, Ubisoft Club. Löwenstatue, okay. Das sind die neuen Sachen, die man sich freischalten konnte. Ein großer Brunnen. Oh, das ist gar nicht schlecht. So. Kann man Schach spielen. Okay, so die. Und jetzt noch die Klassiker hier. Ja, Kleinbrunnen doch mal jetzt hier erstmal nicht.
Spielstand gespeichert. So, kleiner Park hier am Stadteingang. Warum nicht? Jetzt können wir hier die Löwenstatue hinbauen. So. Da machen wir das mal so und flankieren die mit solchen schönen Bäumen hier. So, was wir weiter hinten bauen, das gucken wir dann noch. Der passt nicht ganz, das ist halt ein, ja, das, nee. Schauen wir mal. Guck mal, da sitzen schon die ersten Leute. So, mal hier. Gut. Sehr gut. Damit konnten wir hoffentlich die Schweinchen ein wenig ausgleichen, die uns hier ein wenig runterziehen. Ja, es ist irgendwie, vom Typ her sind die Inseln fast immer gleich. Es ist immer so ein leichter Anstieg in die Mitte hin. Oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber gut. Dann schließen wir mal die erste Bauphase ab. Was müssen wir damit machen hier? Arbeitskräfte, Auftrag. Funktioniert das so? 20 Bretter, keine Produktion. Jetzt, Phase beginnen. Macht er das jetzt? Kein Lagerhaus in Reichweite. Na gut, dann bauen wir hier mal ein Lagerhaus hin. So, bitte sehr. Jetzt darf ich es erst. Also, es ist nicht so, dass, dass das direkt bezahlt wird, sondern wir müssen es erstmal hinbringen. Na gut, dafür haben wir ja hier das Lagerhaus jetzt. So, mal hier. Gar nicht so schlecht, die Jungs ein bisschen zu ummanteln, damit da von allen Seiten Leute ran können. Und gut, dann warten wir mal ab. Verbrauchen wir, habe ich auch schon Stahl teilweise. Ja, genau. Der Bau von Grabungsstätte wurde angehalten. Nicht wirklich. Eine Produktion wurde angehalten. Ja, ja. Das Wägelchen kommt nicht nach hier. Eine Produktion wurde angehalten. Apropos, nicht nachkommen. Machen wir kurz in Normalgeschwindigkeit. Wir könnten ja mal hier in den Bereichen definitiv die Wege ausbauen. Das gönnen wir uns jetzt mal tatsächlich. Eine Produktion wurde angehalten. So. Ja, dass hier unsere wesentlichen Produktionsgebäude mal abgedeckt sind. Hier ist tatsächlich schon wieder zu viel Verkehr. Ja, fehlende Ausbaukosten. Das müssen wir vielleicht sogar verbessern. Mehr Laderampen. Könnten natürlich auch ein weiteres Lagerhaus hier errichten einfach. Hier links, rechts daneben zum Beispiel. So. Wie schaut's aus? Phase abschließen. Ich Gut. warte noch auf den großen Knall. Wolle. Gut. Wenn wir Wolle brauchen, dann könnten wir zum Beispiel sagen, dass unser Freund hier mal seine Produktion einstellen soll. Wir drehen hier nur noch Däumchen. Damit hätten wir jetzt quasi einen Wollmacher, der hier auf Lager produziert. Jupp, das sollte ja reichen. Will ich deswegen jetzt keine weitere Wollfarm ausbauen. Ansonsten sind die Bedürfnisse gedeckt. Jupp, das sieht gut aus in allen Belangen. Oh, schön. Sehr schön. Stück. Kann ich die denn? Das können wir mal gucken. Kann ich die dann vielleicht auch einkaufen einfach? Gibt es denn hier Händler? Mal schauen, ob jemand vorbeikommt. Oder warte, anders gedacht, vielleicht. Naja. Du hier. Und wieder eine Unterbrechung. Ja, ja. Und der hat eine Aufgabe. Klopfen Sie sich den Staub ab und legen Sie los. Eine Lieferaufgabe an. Oder bringen Sie. Also bringen Sie mir Bretter. Es gibt da einen Engpass in meiner. Ja, klar. Lassen Sie mich nicht warten. Liefern Sie von Meichings schmiediger Klippe 6 Bretter.
Spielstand gespeichert. Ja, klar. So, mal den schmiedigen Clipper hier. Wer kann das denn mal dem Flaggschiff bleibt hier? Zur Stelle. So, es waren 6 Stück. Segel setzen! Ist das ein Mädchen oder ist das ein. Irgendwie ein Typ, der gerade noch nicht im Stimmbruch ist? Einsatzbereit! Ist irgendwie schwer zu sagen. Naja. Egal. Auf jeden Fall wäre es besser geliefert. Ich gebe noch ein bisschen Geld und ein paar Nettigkeiten. Wir könnten auch mal hier das ablegen. So, jetzt mal Items horten. Ist mal Danke eine gute für Idee. Die Liebenswürdigkeit. Ja, bitte, bitte. Sollen wir mal ein bisschen planen hier, Distrikte? Jetzt möchte ich kurz überlegen, wie war denn der eigentlich? Ich will die jetzt wirklich nicht gleich bauen, eigentlich. Blaupause-Modus. So hätte ich gesagt, wir machen hier mal so einen größeren. Hier mal so einen. Mal wenn ein bisschen was übrig bleibt, können wir da mal Ornamente dran packen. Das ist schon ganz gut. Das war völlig falsch. So. Ja, und perspektivisch werden wir natürlich hier diese Parzellen hier, vor allem eher die hier. Da, wobei ja, nicht auch eher die hier. Eigentlich die kein Grund hier Trübsal zu blasen. Mal leer räumen. Na, noch nicht jetzt. Weil wir dort dann speziell später Gebäude hinbauen werden, wie zum Beispiel, nein, nicht die Produktion, eine Polizeiwache vielleicht auch irgendwo, aber, na, ich meine Kirche und solche Geschichten. Die ganzen Gebäude, wo jeder Zugang braucht. Dann werden wir die Stadt so ein bisschen nach links und rechts eher ziehen. Vor allem nach links, würde ich sagen. Und nicht so sehr. Also, ich fand das ja ganz gut im Let's Play, dass ich das. Bei Chrissy sah das richtig cool aus, eigentlich. Dass seine Stadt so eher langgezogen war. Also wisst ihr Bescheid. Wir bauen das, was Chrissy gebaut hat, nach. Naja, wenigstens hatte ich bei anderen angestrengt, anders wie bei Ymir. Wo ich ja immer noch immer wieder Augenkrebs bekomme, wenn ich seine Stadt sehe. Aber gut. Er wird das hier bestimmt hören und alles korrigieren. Da bin ich mir ganz sicher. So, achso, gucken wir mal. Geben Sie her, Sie Tölpel! Ja, hier, bitte. Sie haben sich also irgendwie durchgemogelt. So, das hier alles weg. Aber wir haben keine Hinweise darauf, dass jemand gehandelt hat. Na gut, das macht nicht viel aus. Spaß wird hier eingelagert. Der eine produziert hier auf Lager. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Freelancer.